Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Utgravningsset oder wie auch immer man das ausspricht. Aber das Ausgrabungsset, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie man das genau ausspricht, gehe ich mal davon aus, dass es genau das bedeutet. Also, schauen wir mal, was drin ist. Was mag wohl drinnen sein? Okay, was für eine dumme Frage. Geht's. Ich habe das noch vor kurzem gesehen und wollte es unbedingt haben. Was ist da noch drinnen? So, das Standbein unten. Ein kleiner Hammer. Pinsel und so ein, ja, so ein Stäbchen, damit ich hier so drauf meißeln kann. Noch ein Stab. Vielleicht hierfür. Okay, vielleicht andere Seite. Na, ich denke, das wird sein. Und die Bedienungsanleitung, aber niemand liest die, also brauchen wir die auch nicht. So, gut. Das brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Und das kommt gleich dran. Entschuldigung, der Tisch ist etwas schmutzig, aber völlig egal. Hier geht's mal richtig ans Werk. Ganz schön massiv dieses Ding. So, ich mache das richtig professionell und bin völlig vorbereitet natürlich, indem ich einen Kugelschreiber bzw. so einen Stift völlig runiere. So, jetzt soll es aber gehen. Das etwas besser vorgestellt bei mir. Ich habe mir gedacht, ich brauche nicht so lang. Also, das ist der massive Block. Den kann man eigentlich schon. Ja, man könnte ihn auch so. Man könnte ihn auch so auseinanderbrechen. Ich frage mich ja, welches Material das eigentlich ist. So gut, dass ich überhaupt keine Unterlage habe. Das war nicht schlau. Aber so funktioniert das eben. Wenn ich ans Werk gehe, dann ohne Vorbereitung. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Den brauchen wir. Ist das alles, was wir haben? Ist das alles, was wir haben? Ernsthaft, ist das alles? Mache ich das richtig? Oder oh, da ist ja wirklich ein Loch. Also, das ist ja wirklich gegangen. Okay, das habe ich nicht gedacht. Ha! Okay, wow. Ja, das geht wirklich. Okay. Also für alle, die gerade lachen und ich es total falsch mache. Es tut mir leid. Es ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Und es wird, so wie das aussieht, unfassbar lang dauern. Warum habe ich so einen lächerlich kleinen Hammer? Es ist wie ein kleiner Richter, der ich da bin. Ruhe. So. Oder... Das ist irgendwie ganz schön. Kann man da vielleicht hier was tun, indem man das einfach. Ja, zum Glück kann man das tun. Ich habe. Das ist das Dumme. Ich habe keinen Plan, wann genau das hier rauskommen sollte. Beziehungsweise das hier. Deswegen sollte ich vielleicht nicht so hineinbohren. Eher so, das so erstechen vielleicht. Oder hier einfach so. Obwohl, wenn das die Schnauze ist, dann,
Dann ist auch nicht gut. Ach, das wird schon fest sein, wenn das die Schnauze ist. Oder? Oder breche ich jetzt alles ab und habe das umsonst gekauft? Ha! Hier ist nichts. Also für alle, die das Video gerade sehen, ihr seid hier noch sicher. Ist ein bisschen so wie Minesweeper gerade. Ich mach's vor und ihr habt es einfach dann einfacher. Ob meine Nachbarn glauben, ich hämmer gerade irgendwas herum? Ich meine, tue ich, ja. Aber ob sie gerade glauben, dass ich gerade irgendwie an der Wand oder sowas beschäftigt bin. Das nächste Mal, wenn jemand am Sonntag herumhämmert, dann gehe ich nicht davon aus, dass es irgendwelche Dekorationssachen sind, sondern dass sie auch so ein Utgravningsset haben. Ich einfach hier so. Ja. So geht das. Oh nein. Ups. Ach, man sieht ja hier noch. Sehr gut. Da wird sicher nichts. Oder? Das könnte auch hier sein. Oh, das ist ja gefinkelt. Wenn das erst da unten beginnt, dann ist das ja richtig genial. Aber das wird wahrscheinlich irgendwie. Wo wird denn das sein? Weil, nochmal zur Erinnerung, das ist, also so sieht es aus. So. Also wir müssen jetzt das hier wegdenken und das Maul, also entweder ist es kleiner, als ich denke, oder es liegt vielleicht wirklich erst hier unten. Vielleicht sollte ich hier unten anfangen. Das wär's. Oh nein. Die Hälfte des Videos ist einfach Kameraeinstellung. So, das ist authentisch. Wir müssen ja hier zensieren. Fancyes Vorhang. So. Komm schon. Dieser kleine lächerliche Hang. Das ist das Schlimmste, das ist wirklich das Schlimmste. Hier. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ups. Schauen wir mal, ob ich euch hier mitnehmen kann. Meine unfassbar tolle Handwerkskunst. Oh! Es ist was rausgebrochen, ich glaub's nicht. Es ist was da. Ja, gut, also ich glaub's schon, weil ich hab's ja gekauft. Aber hier ist was. Hier ist es. Es ist nicht ganz unten. Das wäre richtig. Ein richtiger. Ja, komischer Move. Ich habe mir am Anfang gedacht, das wird sicher nicht so lustig, aber es ist schon irgendwie lustig. Und man weiß, da kommt jetzt gleich was raus. Wie bei der Geburt. Ich weiß, jetzt kommt es gleich. Aber hier weiß man wenigstens nicht, was es ist. Oh ja, weiß man eigentlich schon. So, also. Wozu habe ich diesen Pinsel eigentlich? Was bringt der? Wozu ist der? Kann ich das jetzt so loten? Kann ich hier auch ausgraben mit einem Pinsel? Ich glaube es nicht. Ich kann das ja wirklich. Das glaubt man mir nicht. Ich
Ich mache das jetzt beinhart mit dem Pinsel. What? Ist das dein Ernst gerade? Ist das dein Ernst? Vielleicht soll ich lüften. Es staubt schon etwas. Es regnet gerade. Vielleicht lüfte ich dann später. Ich frage mich ja, das ist ein bisschen wie, also ich frage mich, wie lange das dauert. Und das erinnert mich etwas an diese Kennedy, diese Kugeln, diese Kaugummi-Kugeln, die einfach ewig lang gebraucht haben. Ja, das dauert ewig. Die ewig lang gebraucht haben, bis man das endlich fertig hatte. Und dann irgendwas drin war, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwas war da, glaube ich, drinnen. Oder war da gar nichts drin und war da einfach... Man hat fast 3 Tage lang dann gelutscht. Na? Jetzt will ich aber mehr hier haben. Wo ist es? Wo geht's weiter? Ich könnte eigentlich, also das, oh nein, das ist ein Indiz. Warum habe ich das nicht gesehen? Das hätte ich ja sehen müssen. Ich habe es nicht gesehen. Sieht man das? Da hier, da ist was. Da hätte ich ja die ganze Zeit anfangen können. Okay, also hier ist was und dann geht es hier rüber. Das heißt, wenn das das Maul ist, dann, okay, jetzt geht's aber richtig los. Jetzt geht's los, liebe Freunde. Dieser schreckliche Hammer. Ich habe leider keinen anderen als diesen lächerlich kleinen Hammer. Lass mich zu dem Urzeitfossil. Du dummer Stein. Jetzt weiß ich, wie sich Archäologen fühlen. So fühlen sie sich nämlich. Ich mach einfach Feuer. Hier, ich mache einfach... Oh nein, das ist keine Lösung. Aber ich drehe das jetzt. Ja, sehr gut. Okay, ich dachte schon, das wird kaputt. Nein, das ist gut gegangen. Geht das nochmal? Also ich muss hier rüber bohren. Das wird immer besser. Jetzt muss ich aufpassen. Und dafür habe ich natürlich genau den richtigen Pinsel hier, um zu wissen, was hier abgeht. Was geht denn hier überhaupt ab? Was ist das? Also vielleicht stelle ich euch das hier nochmal zur Verfügung. Und mir natürlich. So, das soll es sein. Das wäre ein cooles. Hoffentlich kann man das als Thumbnail nehmen. Das wäre toll. Warte, ich mache kurz einen Screenshot. Jetzt wird es aber immer besser mit diesen Thumbnails. Jetzt wird es immer besser. Okay. Soll man das drinnen eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Soll man das eigentlich einatmen? Ich glaube eigentlich nicht. So. Okay, in dem Brocken war anscheinend nichts. Oder es ist kaputt. Nein, da war nichts. Sehr gut. Aber was ist es davon? Das könnte das hier sein. Hier da oben. Da oben die Flosse. Das könnte es sein. Oder diese hier natürlich, aber
wird wahrscheinlich da die große Flosse sein, das heißt, daneben wird irgendwo die kleinere sein. Oh, das ist schon aufregend. Ich bin wirklich etwas aufgeregt. Kommt jetzt als nächstes? So, was sehen wir? Ja, das ist definitiv eine Flosse. Oh ja. Das war richtig geraten. Das heißt, hier ist dann Platz. Hier ist dann einfach nichts. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und hier irgendwo muss die nächste. Also das Eck brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. So. Jetzt muss es irgendwann kommen. Wenn es auf derselben Höhe ist, oder fast auf derselben Höhe, muss es jetzt irgendwann zum Vorschein kommen. Das ist, glaube ich, zu weit weg. Hier kann es dann nicht mehr sein. Hier wahrscheinlich auch nicht mehr. Muss man wieder vorsichtig vorgehen. Und dafür nehme ich natürlich diesen lustigen kleinen Hammer. Es wird nichts mit diesem Ding. So, eigentlich könnte ich hier auch rüber bohren. Komm schon, bitte brich nicht ab. Also diese Flosse sehen wir schon mal. Dann haben wir natürlich hier drüben das schon rausgeholt. Und das wird wahrscheinlich das hier sein. Und hier irgendwo wird die kleinere Flosse sein. Oder dieses das Ding da oben da. Hier, das hier. Gut. Wieder zurück zum Brocken. Das ist ein Fels, ein Fels, ein Fels. Oh, warte, warte. Da ist es. Da ist was. Da kommt es raus. Okay, dann bin ich jetzt hier. Ich bin jetzt mal hier am Ende. Dann halte ich das schon mal richtig. Da ist vorne die Schnauze. Das jetzt schon so wegbrechen. So. Sehr schön. Da sieht man es schon. Staubt unfassbar. Sollte definitiv draußen arbeiten. Ganz schön viel Staub. Ich glaube nicht, dass es so weit oben ist. Also ich hoffe, dass es nicht hier oben ist.
So. In der Höhe sollte es hier auf keinen Fall sein. Und da kommt es zum Vorschein. Sehr gut, zum Glück kann das nicht, ich glaube, das kann nicht abbrechen. Das Fossil ist zum Glück etwas härter als das Ding. Aber was ist es eigentlich? Richtig interessant. Für alle, die wissen wollen, wie lustig das ist, es ist schon irgendwie lustig. Also Liebhaber von, keine Ahnung, da gab es ja auch mal dieses, das war auch so ein Block, aber drinnen war eben so ein Stein. Da war ich auch ein Fan davon, das war lustig. Nur das ist ja noch viel cooler. Hallöchen. Oh, da vorne sieht man ja auch was. Das ist aber keine saubere Arbeit, meine Freunde. Man sieht ja sofort, was da los ist. So, Hebelwirkung. Schauen wir mal. Ne? Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr solcher lustigen Ausgrabungsspiele. Ich muss mich mal auf die Socken machen und sowas suchen. Das macht schon ziemlich Spaß. Ich wollte das schon fast nicht mitnehmen, weil ich mir dachte, ach, brauchst du das? Ist das wirklich notwendig? Und dann hat das innere Kind gewonnen. Denn ja, ich brauche das. So, hier sollte ja nichts sein, aber hier kann ich das auch abbrechen. Sehr gut. Also, was haben wir schon? Wir haben definitiv, wir haben das hier, wir haben es hier unten gefunden. Wir haben das hier und gehen jetzt vor zum Maul. Und das Maul sollte genau hier sein. Ping, ping, genau aufs Maul. Gehaut. So. Man stelle sich mal vor, man würde alles damit so, also alles so zukleistern mit diesem Ding, mit diesem kleinen Fels. Zum Beispiel essen. Man würde viel weniger essen. Ich auch. Wenn man erstmal bis zum Essen vorarbeiten müsste. Dann zu haben. Ich glaube, die Hälfte der Gesellschaft hätte nichts mehr. Also würde nicht mehr essen. Okay, das ist ganz schön gesellschaftskritisch. Da wollen wir jetzt nicht abdriften. Also, bis jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Denn, was habe ich? Außer Staub hier. Oh nein, na super. Jetzt ist es am Boden. Merkt euch Leute, macht es nicht am Schreibtisch. Danach könnt ihr aufsaugen gehen. Macht es draußen. Dann ist das alles völlig egal. Also, eigentlich müsste es ja hier theoretisch irgendwo hohl sein. Ja, weil hier ist es ja hohl oder ist das hier? Das
ist das hier? Ist das so klein? Wirklich? Das ist da? Ja. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich auch hohl sein. Ja, gut zu wissen. Aber das brauche ich eigentlich. Kann ich das? Das ist echt. Also will ich ja nicht zu viel Dreck machen. Das muss ja dann ich aufräumen. Also, jetzt soll es vielleicht gehen. Immer noch nicht. Wow. Weil dann könnte ich das versuchen. Also ich würde jetzt versuchen, demnächst. Also warte mal. Ich befreie mal kurz dem Kollegen, mache ich mal kurz den Mund auf. Ob sich so Zahnärzte fühlen. Falls ihr Zahnärzte kennt, sagt es mir. Oder falls ihr selbst welches hat. Sagt mir, ob sich das so anfühlt. Ob heute auch mit so schmutzigem Mund hineinkommen. Ja, ja, da ist Karies. Das machen wir schon weg. Kein Problem. So, gut. Also, wir haben das hier. Das kommt auch noch weg. Und dann hätte ich mir gedacht, wir bohren irgendwie nach hinten. Ich habe mir gedacht, vielleicht von hier. Vielleicht könnten wir den Kollegen befreien, ohne uns super zu verletzen. Haha, das ist genial. Von der anderen Seite. So. Komm. Brich ab. Brich ab. Brich einfach ab. Ich glaube, so ist es, wenn man im Wald einen Baum fällt. Man wartet die ganze Zeit drauf und hofft, jetzt geht's gleich los. Gleich ist es soweit, aber es passiert einfach nicht. So, perfekt. Oh, da ist noch immer dieses Stück dran. Dann, so, dann. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt sind wir dahinter. Und jetzt habe ich mir gedacht, nachdem wir das ja vorne schon haben, gehen wir hier nach hinten, weil so tief kann es, also so groß kann es ja einfach nicht sein, dass das Gesamte ist, ganz sicher nicht. Ich glaube, da wo das Loch ist, das müsste irgendwo die Rückseite sein. Ich hoffe mal, sonst klopfe ich die ganze Zeit auf ihn drauf. Zum Glück ist er schon tot, aber unangenehm wäre es trotzdem für ihn. So, wie mache ich das am blödesten? Da ist was abgebrochen. Haha, wieder was. Sehr gut, okay. So schaut es da drinnen aus, okay. Ich finde es auch geil, dass einfach der Pinsel auch so toll arbeitet. Und mir das Ding frei schaufelt. Also ich könnte selbst mit dem Ding, selbst mit dem Pinsel, könnte ich das eigentlich befreien. Könnte ich das Ganze ausgraben. Würde ewig dauern, aber es geht. So, ganz kurze Pause. Ich muss kurz mal sauber werden. Wie geil wäre das, wenn das jetzt einfach fertig wäre und ich sagen würde, so geht das und genau so sieht's aus. Aber so bin ich nicht. Deswegen geht's gleich hier weiter. Also,
Was haben wir? Wir haben zwei Flossen, wir haben den unteren Teil, wir haben den Kopf. Wir haben das zur Gänze. Und hinten müssen wir auf jeden Fall noch was tun. Theoretisch könnte ich eigentlich so böse sein und zwischen dem offenen Maul hier dazwischen, also jetzt habe ich da inzwischen gesagt, aber hier durchbohren und dann sollte ich eigentlich vielleicht noch von der anderen Seite. Sieht man das? Nein, sieht man nicht. So, wow, ist das schön. Ist schon richtig cool mit dem Licht. Oh yeah. Nochmal ein Standbild. Perfekt. Das ist ein richtig schönes Ding. Das kann richtig gut posen. Ich muss mir was abschauen von dem. Einfach mal tot da liegen. So, wir sind durch. Das sieht auch ganz schön zerbrechlich aus. Okay, also ist wirklich nicht groß. Da sieht man es. Es ist wirklich nicht so groß. Der Block ist viel größer als das Teil hier. Sehr gut. Das finde ich richtig gemein, aber irgendwie auch geil, wenn es richtig groß wäre. Schon immer besser aus. Jetzt bin ich gleich unten durch. Ich bin drunter. So. Jetzt muss ich das nur mal wegbrechen. Perfekt. Das klappt ja richtig gut. Ups. Also falls ihr es auch kaufen wollen würdet, ich habe das von, wie ist das, Flying Tiger oder so, oder Flying Panda, irgendwas fliegt auf jeden Fall, ein Tier fliegt, und von dem Laden habe ich das. Oh nein! Oh nein! Das gibt's nicht. Der hat beinhart einfach mal einen Stock zerbrochen. Jetzt erst recht. Jetzt kommst du da raus. So. Hoffentlich geht das noch. Oh nein. Jetzt muss ich leider abbrechen. Es wird nichts mehr. Ich muss es genau so hinstellen. Und werde eine schöne Erinnerung dran haben an diesen Fail. Dass das wirklich abgebrochen ist. Obwohl, eigentlich, hey! Ja, also Hallöchen, Mr. Pinsel. Du bist dran. Von dem Teil, von dem kaputten, zu diesem hier. Hallo, mein Freund. Jetzt geht's weiter. Na gut. Das funktioniert nicht, wie ich mir das gedacht habe. Ah! Oh! Ich hab's! Das gibt's ja nicht! Vielen Dank, es ist einfach herausgebrochen. Und hier zeichnet sich das richtig schön ab. Sieht man das? Ja. Und hier oben. Richtig schön. Wow. Bin begeistert. Cool. Na?
sollte ja noch rauszuholen sein. Das sollte auf der anderen Seite eigentlich hier genauso aussehen. Hier. Aber richtig cool, wie das schön rausgebrochen ist. Wo ist das Loch, um das dann hier müsste es sein. Schauen wir mal, ob ich mit diesem zerbrochenen Ding reinkomme. Falls ihr das kennt, das erinnert mich etwas, also das Loch gerade. Wie heißt denn die Schlupfwespen oder irgendwie sowas? Und. Nein, warte, Erdwespen, glaube ich, heißen die. Erdwespen. Und die sind ja auch immer in diesen Löchern. Und da machen die zu, hier, und brüten da drinnen. Also. Nein, sie legen ihre Eier rein und dann irgendwann kommen sie raus. Ja. Ziemlich coole Tiere eigentlich. So. Kann ich das. Ja, das ist ja jetzt eine verbockte Sache. Kann man ja nicht sagen. Na? Ist das alles, was da? Nein, eigentlich nicht. Aber egal, theoretisch sollte das so aussehen. Naja, es sollte nicht so aussehen. Genau so sollte das aussehen. Ich mache nur einen Screenshot, das ist ja perfekt, wie das rüberkommt, total echt, würde ich sagen. Und man würde auch überhaupt nicht behaupten, dass das ausgestorben ist. Also Ziel erreicht. Warte mal, das kann ich auch wegbrechen. Das auch, oder? Ist das nicht auch? Ja. Wie weit geht es denn nach hinten? Ohne dass ich jetzt was kaputt mache. Nach meinem tollen Erfolg. Das ist doch eigentlich auch wegzubekommen, oder? Zum Glück ist es nicht so zimperlich. Man sieht es leider nicht richtig, glaube ich.
Aber ich versuche gerade hier durchzukommen. Sieht man das ein bisschen? Da, da sieht man es. Mit dem richtigen Licht geht das natürlich. Ja, ich glaube, tiefer hinein geht es da gar nicht mehr. Das war jetzt hart. So, ich glaube, ich werde das kurz ins Wasser tauchen. Aber so sieht es aus. Nachdem sie die ganze Zeit staubig war. Und es ja ein Fisch ist eigentlich. Es ist ja ein... Was steht da? Stegalurus? I don't know. Aber ist ja per se ein Fisch. Würde ich jetzt mal so behaupten. Beziehungsweise vermuten. Und hier... Hier... ist... das gute Stück. Warum schaue ich ja nicht ein? Ich könnte das auch einfach hier ablesen. Sieht man's? Seht ihr es? Das könnte alles bedeuten. Schon ein T danach, oder? Nach dem S. Gut, also jeder, der es lesen kann, hilft mir hoffentlich und schreibt es in die Kommentare. Ich würde es sonst einfach Stegalurus nennen. Stegalurus. Und das war das tolle... So. Ut Grafning Seid. Das Ut Grafning Seid. Das war es. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich werde jetzt viel Spaß mit diesem Ding haben. Werde es noch ein bisschen sauber machen. Und dann zeige ich es euch gleich nochmal. Aber das ist das hübsche Ding. Ein richtiger Star. Der Star der Show. Ganz am Ende kommen natürlich die ganzen Fragen und Antworten. Also, ich habe noch immer keine Ahnung, was genau da eigentlich steht. Aber für wen ist das eigentlich und hat es Spaß gemacht? Ja, es hat schon Spaß gemacht. Es ist schon lustig. Ich würde sagen, das ist für alle gut, die ja gerne, wie soll ich sagen, aus so einer Art Blog etwas herausarbeiten, wie ich je gesagt habe. Es gab eben früher mal, vielleicht gibt es heute auch noch, diese Steine, die man rausarbeiten konnte. Und heute sind es eben verschiedene ja, Fossilien. Immer wieder toll und immer wieder schön. Dann, wenn der Partner oder die Partnerin drauf steht, definitiv ein Geschenk wert. Oder eben auch das Kind. Ja. Das ist definitiv eine schöne Freizeitbeschäftigung und abseits vom Handy, glaube ich, macht das mehr Spaß gemeinsam, als wenn man irgendwas, ja, irgendwas anderes tut, am Handy zu spielen oder so.
Es ist einfach, es ist auch recht günstig gewesen. Was hat es gekostet? Ich glaube so um die 8 Euro, 8,50 Euro oder 90, irgendwie so. Oder 10 Euro herum. Also es ist wirklich nicht viel gewesen, glaube ich. Es war für das, dass man halt ja, Spaß hat beim Rausarbeiten, beim Rausklopfen und sauber machen und sonst was, definitiv den Preis wert. Man kann es auch hinstellen. Eine kleine Trophäe hat man auch damit. Und auch für die Eltern, es lässt sich super leicht runterwaschen. Es fehlt noch ein bisschen was, aber mit Seife und Wasser alles ganz einfach. Auch das Ding kann man ganz leicht reinigen. Zum Beispiel diese Zwischenräume hier oben waren immer noch etwas schmutzig, aber das macht gar nichts. Mit Wasser hat sich sofort verdickt und ist dann leicht zum Rausdrücken gewesen, hat sich also super entfernen lassen. Dann habe ich noch ein bisschen Seife benutzt, um es schneller sauber zu machen, damit ich das Video auch noch etwas Sonnenlicht fertigstellen kann. Aber was kann man noch sagen? Ich glaube, eigentlich war es das und bis jetzt habe ich noch immer nicht verstanden, wieso es denn nicht hoch wird. Komm schon. Warum willst du denn nicht halten? Ist das schmutzig hier drin? Ist das immer noch hier schmutzig? Eigentlich nicht. Sehr spannend. Und da rein drehen kann ich es auch nicht. Oh! Oh! Es hat funktioniert. Es klappt. Nein, doch nicht. Okay. Man muss es also etwas zurückziehen und dann. Also aus meiner Perspektive schaut es gerade aus. Vielleicht sieht es von euch nicht so aus, aber ja, ich kann das empfehlen. Ich würde sagen, wenn ihr wollt, holt es euch. Und ja, für alle, die eben Spaß haben wollen mit diesen Dingen und auch sich an dessen freuen können, immer cool. Das ist natürlich kein gesponsertes Video und so weiter und so fort. Ich habe keine Kohle bekommen. Das ist natürlich auch keine Kaufempfehlung oder sonst was. Ich sage nur, falls ihr auch Interesse bei sowas habt, dann würde ich nochmal dazu greifen. Gut, also ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Und lasst bitte ein Abonnement da. Ich glaube, jetzt ist alles gesagt. Dankeschön, bis zum nächsten Video.